Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Video für dich und zwar möchte ich gerne neues Make-up mit dir zusammen austesten. Es geht um die Marke XX Revolution. Da habe ich mir einige Produkte geholt. Upsala. Die gibt es alle bei Douglas zu kaufen und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Zwei Produkte, ja, oder drei Produkte vielmehr, habe ich nicht bekommen. Entweder weil die ausverkauft waren oder weil es die gar nicht bei denen so gibt in dem Markensortiment. Das ist zum einen ein Puder, das ist eine Mascara und ein Eyeliner. Alles andere habe ich hier. Ich habe knapp 120 Euro dafür bezahlt. Das war ganz schön viel Asche, um das mal so zu sagen. Ich glaube, ein bisschen mehr als 120 Tacken. Habe dafür aber zwei Primer geholt. Manche Marken machen das so, die bringen Limited Editions raus. Andere Marken wie Revolution, die gründen einfach nochmal eine neue Marke. Also ich weiß nicht, Revolution Pro kam jetzt vor kurzem, jetzt ist auch noch hier XX Revolution, was ich jetzt ja hier zeige. Wir testen jetzt auf jeden Fall ein paar Produkte. Zuallererst habe ich hier den Second Skin Primer. Ich habe ja zwei Gesichtshälften, deswegen kann ich auch zwei Primer nehmen. Das ist der Complexion Perfector. Ich würde mal sagen, dass das eine so dermaßen zu mir passende Verpackung ist. Es ist einfach eine Rose hier drauf. So, so schön. Bin gespannt, wie das Produkt dann auch aussieht außerhalb der Verpackung. Okay, wenn man es öffnet, hat man hier schon mal einen Spatel. Das finde ich hochwertig. Kann man von dem Produkt, wow, auch erwarten, wenn der Preis so hoch ist. Aber so eine hochwertige Verpackung, das ist Glas, Leute, hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Der soll eine zweite Haut quasi machen, alles perfektionieren. Dann kannst du den entweder unter dem Make-up tragen oder eben alleine. Der soll einen Finish machen, als hättest du einen Filter über dem Gesicht. Dann soll er die Hautimperfektionen beseitigen, alles ausblören und ist mit Rosenextrakt. Das finde ich schon mal positiv. Ich vertrage Rose sehr, sehr gut. Also dieses Packaging, das ist schön. Und wir haben hier drin 25 Gramm. Das sieht deutlich mehr aus als 25 Gramm. Normalerweise hast du im Primer ja auch so 30 Milliliter drin oder so. Aber das ist echt krass, oder? So, jetzt nehmen wir hier erstmal dieses Deckelchen ab. Da ist auch nichts dran. Und hier haben wir das Produkt. Das Spatel. Das ist so ungefähr das erste Ding, was man verloren kriegt, oder? Boah, der ist richtig aus Metall. Ich hätte jetzt erst gedacht, der wäre aus Plastik. Nö, das ist Metall. Der ist sehr, sehr fest. Das ist wirklich wie so ein... wie eine Gesichtscreme, nur in mega fest. Wie Wachs. Fühlt sich super angenehm zwischen den Fingern an. Ja, und der riecht wirklich sehr, sehr dezent. Den mache ich auf diese Gesichtshälfte. Als würde ich mir Sonnencreme auftragen. Sonnencreme mit Silikon. Man braucht nicht viel davon. Aber guckt euch mal an, wie weiß der mein Gesicht macht. Das ist schon heftig, oder? Das finde ich jetzt gerade echt krass. Natürlich kann ein Produkt den Teint perfektionieren, indem er das Gesicht einfach weiß macht. Mal gucken, wie er nachher ist, wenn das Make-up drüber kommt. Aber so in der First Impression ist es jetzt nicht unbedingt etwas, wo ich sage, boah, geil. Aber er fühlt sich schön an. Also auch mit so, wenn ich über die Haut streiche, fühlt sich das sehr, sehr weich und angenehm an. Aber nicht, als hätte ich jetzt einen Primer drauf. Also es ist überhaupt nicht klebrig. Es ist nicht irgendwie jetzt wie eingecremt oder so. Es ist merkwürdig. Auf dieser Seite möchte ich den anderen Primer auftragen, den HT... nein... H2 Glow Bomb plus 70% Water plus Aloe Vera. Ja, Get Your Glow, das ist ein Glow Primer. Amazing Fresh Gel to help restore skin with its water blast experience. Also der soll auch richtig schön Feuchtigkeit geben und das finde ich super interessant. Mit einer hohen Konzentration von Aloe Vera. Und er soll dich in eine brand new world of hydration bringen, also in eine ganz neue Welt auf Hydratisierung deiner Haut. Das ist mit Perlenpartikeln und es soll einen illuminisierenden Touch of Light, Licht ins Gesicht bringen. Ja, dann bring mal Licht ins Dunkel. Die Verpackung ist schon mal ganz nett, also wirklich hübsch. Oh, das Pörtchen ist auch wieder genauso schön. Hier hast du jetzt keinen Spatel mit dabei. Das wird dann wahrscheinlich von der Konsistenz her etwas flüssiger sein. Also das ist schon hochwertig, ne? Oh je, da sind einfach mal Glitzerpigmente drin. Und das ist so eine, ja, glatte Oberfläche. Riecht wie so ein, ja, nach Aloe Vera. Extrem nach Aloe Vera. Wie so ein Aloe Vera Gel halt, ne? Oh Gott, das ist ganz puddingartig, wenn ich da reingehe. Das ist witzig.
weiß jetzt nicht, wie man das Produkt dann richtig rausbekommt. Ich gehe da mit dem Finger einfach mal richtig rein. Kennt ihr noch Slimy damals? Diesen Schleim, den man damals hatte? Womit man irgendwas immer basteln konnte? So ein Flubber, so fühlt sich das an. Und man hat hier richtig Glitzer mit drin. Ob der sich auflöst? Oder ob das so bleibt? Es schäumt auf, wenn man es schnell auf der Haut verteilt. Aber man hat dann nach wie vor echt noch groben Glitzer auf der Haut. Das sind so türkise Glitzerpigmente, die ich jetzt auf meiner Haut drauf habe. Das ist nichts für jeden Tag, um das mal so zu formulieren. Gut, wenn es unter der Foundation ist, ist es halb so wild, weil du machst ja dann wieder was drüber, aber ich weiß nicht, inwiefern das wieder an die Oberfläche kommt. Der fühlt sich sehr angenehm und erfrischend an. Und ich denke, von Weitem sieht das auch ganz gut aus und wie so ein glowy Finish. Geht man aber näher ran, sieht man einfach diese Glitzerpigmente. Volle Lotte, finde ich. Hier überall. Übrigens, der Primer hat jetzt ein bisschen sich der Haut angepasst. Der ist immer noch ein bisschen am Weißeln, also der hat das Gesicht schon aufgehellt. Aber er hat sich dem Hautton angepasst, sodass man jetzt nicht irgendwie eine weiße Seite, hautfarbene Seite hätte. Hautfarbene Seite mit Glitzer. Puh, ja, das ist interessant. Also die Oberfläche hat sich auch wieder von alleine glatt gezogen. Das kennt man ja von diesen, Flubber-Texturen, nenne ich sie jetzt einfach mal. Aber das mit dem groben Glitzer, das sieht ein bisschen sehr partymäßig aus. Kann ich mir als Highlighter so auf dem Körper gut vorstellen, ne? Wenn man so Party machen geht und ein bisschen glitzern will. Aber so? Natürlich möchte ich keine mattierende oder wie auch immer Foundation haben, Full Coverage. Ich habe mir eine Glow Skin Foxation ausgesucht. Luminous Foundation in der Farbe FX1. Das ist diese hier. Hier steht auch Cruelty Free drauf. Das ist auch interessant. Die soll sehr leicht sein, aufbaubar und halt ein natürliches Hautbild hinterlassen. Medium to Full Coverage. Ja gut, ich hoffe Medium. Auch hier sollen Perlenpartikel drin sein, damit das Hautbild sehr glowy aussieht. Und da soll Hyaluronsäure mit drin sein, um die Haut zu befeuchten. Das heißt, so von dem, was ich hinten drauf lese, hört sich das nach meiner perfekten Foundation an. Okay, das ist mal ein Packaging. Hui! Hier oben haben wir so einen rosé-goldenen Deckel, Metalldeckel. Hier ist Glas, Leute. So hochwertig. Ich glaube 15 Euro oder 14,99 kostet die Foundation. Holla die Waldfee, das ist schön. 27 Milliliter, interessante Inhaltsgröße. Wahrscheinlich wegen den Unzen, ne? Weiß ich nicht, 0,91 Unzen. Nee, das weiß ich auch nicht. Du hast einen Pumper, richtig, richtig schick. Gefällt mir. Kannst du schön deinen Finger reinlegen, da ist so eine schöne Kuhle für drin. Die sieht farblich extrem gut passend aus. Gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Und die scheint jetzt auch nicht ultraflüssig zu sein. Also die bewegt sich jetzt ja nicht wirklich auf meinem Handrücken. Das war schlau, Claudi. Einfach mal mit dem Gesicht da rein. Egal, da kommt ja eh gleich Foundation hin. Hat keinen wirklichen Duft. Das wollte ich eigentlich nur dazu sagen. Dann verteile ich die erstmal. Ja, farblich, volle Lotte, Leute, das passt. So auf dem Gesicht drauf. Vielleicht sogar ein bisschen hell. Nicht verkehrt, ne? Ja, man braucht aber doch etwas mehr. Also das war jetzt ein Pump-Hub, der ist jetzt schon mal direkt weg. Und ich habe noch nicht mal die komplette Hälfte, mit Foundation bedeckt, sage ich mal. Und jetzt nehme ich mir einfach ein angefeuchtetes Beauty-Schwärmchen, nehme den Rest vom Schützenfest von meiner Hand runter und blende einfach das, was ich auf mein Gesicht habe, auf meinem Gesicht habe, in mein Gesicht ein. Fühlt sich auf der Haut tatsächlich trockener an, als ich es erwartet hätte. Und ja, in der Kamera sehe ich aus wie ein Geist. Oh krass, also im realen Leben sehe ich gerade echt nicht so hell aus. Ich denke, dass die Kamera jetzt tatsächlich mich gerade ein bisschen hell wirken lässt. Vielleicht kommt das von den Perlenpartikeln, weil das so reflektiert. Hammer. Meine Erfahrung war halt bislang immer, selbst wenn ich die hellste Farbe nehme, ist mir eine Foundation oft einfach auch zu dunkel. Bei der hier ist mir die sogar fast schon zu hell, was ich gut finde. Das habe ich so selten. Oh, spricht auf jeden Fall für die Foundation. Von der Entfernung her gefällt mir das Finish von der Foundation schon mal richtig gut. Aber jetzt gucken wir mal von der Nähe zusammen. Ihr habt den Zoom, ich habe den Spiegel. Dass sie sich an der Nase so absetzt, liegt an meiner Nase. Ich weiß nicht warum, wenn ihr Tipps habt, schreibt sie mir gerne. Eine extrem trockene Nase schon so seit 2 Wochen. Kann auch an dieser ganzen Mundschutzgeschichte liegen. Aber ich kriege sie einfach nicht wieder geheilt. Ich habe da Propolis dran gemacht, ich habe da alles Mögliche bislang dran gemacht. Ich habe das teilweise einfach mal mit gar nichts behandelt. Nichts will helfen, vielleicht muss ich da einfach nur mal abwarten. Ich habe aber keinen Schnupfen oder sowas, ne? Keine Ahnung, was da los ist.
Ansonsten hat sie sich echt gut mit der Haut verbunden. Die Deckkraft würde ich tatsächlich als Medium bezeichnen. Ich habe ja immer diesen Referenzpunkt hier. Wenn der abgedeckt ist, dann wäre das eine Full Coverage Foundation. Bei mir scheinen immer noch Sommersprossen durch, was ich schön finde. Auch Muttermale scheinen durch. Mir gefällt das Finish ehrlich gesagt richtig gut. Das ist schön. Mag ich richtig gerne. Ich sehe tatsächlich sogar einen Unterschied von den beiden Seiten. Auf dieser Seite ist es deutlich glowiger, mehr mit Feuchtigkeit. Und hier habe ich ein fast schon mattes Finish, weil ich halt bei dem Primer auch eher so einen Blur Primer verwendet habe. Und hier ist es richtig saftig. Maxim sagt immer saftig. Ich finde, da sieht meine Haut auch wirklich saftig und glowy aus und gesund und menschlich. Und hier sieht es aus wie, ich habe einen Filter drüber gelegt, tatsächlich, ja. Doch, aber sie gefällt mir. Die fühlt sich überhaupt nicht trocken an. Ich glaube, dass sie tatsächlich auch feuchtigkeitsspendend ist. Also, wow, echt krasses Teil. Concealer CX01, genau. Das ist der Conceal XX Super Fix Concealer. Bin ich sehr gespannt drauf. Der soll nicht in die Fältchen rutschen. Ein lebenssicherer Full Coverage Concealer. Lebenssicher? Also, ob ich jetzt lache, ob ich weine, ob ich sitze, arbeite oder irgendwas mache vielleicht, aber das kann ich jetzt natürlich nicht im Langzeittest sagen, das kommt dann demnächst. Deckt die Haut ab und hält sie auf, soll Unebenheiten abdecken, Augenringe und Rötung. Und kein Flashback. Und aufbaubar. Und schwer. Und wie viel drin? 13,5 Milliliter. Leute, das ist gar nicht mal so wenig. Oh ja, das ist ja schön. Sehr, sehr ähnliches Verpackungsdesign. Hier müsste das auch Glas sein. Ist von der Deckelfarbe her ein bisschen was anderes, weil hier habe ich ja die Glowy-Variante und hier habe ich dann jetzt wahrscheinlich einfach die Full-Coverage-Variante. Und ja, den tragen wir mal auf, oder? Oder wir gucken erstmal und riechen das Übliche. Ich mag eckige Verpackungen übrigens richtig gerne. Der will erstmal nicht raus. Oh, das war aber schwer hier. Riecht nach Wandfarbe. Hat ein Füßchen, was nicht irgendwie abgeknickt ist oder so. Das ist sehr merkwürdig. So sieht das Füßchen aus. Als wäre das halt so schräg nochmal dran gesetzt, ne? Interessant. Machen wir erstmal unter den Augen. Einblenden. Oh, 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 oh. Der könnte mir gut gefallen. Das hat schön funktioniert. Und die Farbe passt. Ich habe jetzt ja nur 3 Taperviecher gemacht. Ich bin jetzt ja nicht nochmal neu reingegangen. Das ist ja alles von einmal reindippen, ne? Eine sehr, sehr, sehr angenehme Deckkraft, aber jetzt nicht irgendwie so, dass er dir dein Leben weg abdeckt, was ich gut finde, weil ich mag ja Natürlichkeit. Der macht das schön. Rötungen habe ich ja auf den Augen drauf, deswegen benutze ich den auch direkt als Lidschattenbase. Und die deckt der, also, das ist ja, ich muss immer wieder ins Display gucken, weil ich das so fantastisch finde, wie schön er das abdeckt. Das ist so wusch weg. Krass. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht nochmal reingegangen. Ich habe jetzt immer noch was an meinem Elefantenfüßchen. Und taper jeweils nochmal so 3-mal runter. Ja, jetzt nicht ultra full coverage. Das heißt, mein roter Punkt bleibt einigermaßen bestehen. Der scheint noch ein bisschen durch. Also es ist schon eine sehr, sehr, sehr hohe Deckkraft für einen Concealer. Bei mir, so allgemein, ne? Aber ich mag den Leiden. Verbindet sich voll gut mit der Foundation. Hast du 0 Ränder oder sowas? Das ist echt 1. Boah, wenn der jetzt auch noch nicht creased oder so, dann feiere ich den extrem hart. Ja, gut. Immer noch das, was hier am Anfang dran war, gebe ich mir dann auf vereinzelte Rötungen hier. Ja, die deckt er jetzt nicht hundertprozentig ab, ist aber auch nicht so schlimm. Jetzt sind ja halt auch einfach Pickelchen, die auch eine Oberfläche haben. Du kannst ja jetzt nicht dein Gesicht auf einmal damit wegbügeln. So, von einmal reingehen habe ich jetzt Concealer unter meinen Augen verteilt, einzelne Rötungen abgedeckt. Ja, meine Nase habe ich versucht, aber die Nase, das ist aktuell der Endgegner überhaupt. Also von daher, da brauchen wir jetzt uns nicht drüber, ne, groß aufhalten. Aber wir gucken uns das mal von Namen an. Ein bisschen creased hat da. Ein bisschen, aber das ist nicht schlimm, das machen ja fast alle Concealer bei mir. Das heißt, wenn ich die nachher gesettet habe, dann wird das auch wieder tutti sein. Aber es ist jetzt normal, sage ich mal, ne? Weil ich bin 31 Jahre alt, ich habe Falten unter meinen Augen, was will ich machen? Das ist, wie es ist. Und ansonsten hat der echt einen guten Job gemacht. Mein Gesicht sieht wirklich gut aus. Wirklich, wirklich gut. Die Seite gefällt mir deutlich besser als die. Das kann ich mir aber mit dem Primer sehr, sehr gut vorstellen, wenn man sowieso eine ziemlich ölige Haut hat oder wenn man zum Beispiel sehr viel schwitzt. Im Sommer zum Beispiel, das ist, glaube ich, eine ganz gute Geschichte. Ja.
Also wenn das hier so weitergeht, dann haben wir einen guten Tag hier, ne? Das muss ich ja wirklich sagen. Ja, wie gesagt, ein Puder habe ich jetzt nicht bekommen. Dann nehme ich hier von Revolution diese Palette, die Ultra Contour Palette. Dann nehme ich jetzt einfach das rosane Puder, ne? Das für mein komplettes Gesicht. Und ich habe mir gedacht, wenn die aus einer Familie kommen, dann werden die sich ja wohl vertragen, oder? Gefällt mir. Also, ne, das ist halt ein Puder, was ich jetzt schon da habe, aber es verträgt sich auf jeden Fall mit den anderen Produkten. Also von daher läuft. Jetzt möchte ich aber die anderen pudrigen Produkte hier verwenden. Und dafür habe ich mir diese Gravitate Complexion Palette geholt. Ich habe ein bisschen Angst davor, denn ich glaube, die habe ich mir ein bisschen zu dunkel geholt. Die andere, die halt noch sonst so in Frage gekommen wäre, sah mir zu hell aus. Naja, das Design, Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Das ist wirklich riffelig, das ist hochwertig, das ist schön. Das ist echt schön. Das wäre 3x 4,5 Gramm. Also, ja, die sieht wirklich ein bisschen dunkel aus, ne? Krasser Spiegel. Puh. Bronzer, Highlighter und Blush befinden sich in dieser Palette. Und jetzt gucken wir zuallererst, wie gut die denn so pigmentiert sind, dass man nicht allzu sehr überrascht wird. Oh ja, der Bronzer ist schon ganz ordentlich. Der Highlighter hat so einen leichten rosa Stich mit drin. Finde ich ganz schön. Oh, und der Blush hat so einen Pink-Gold-Shift. Ja, gut, dann werden wir uns dem Ganzen einfach mal stellen und zuallererst das Gesicht bronzen. Da ich, wie gesagt, ein bisschen Angst habe, dass das Ganze vielleicht ein bisschen zu hardcore sein könnte, nehme ich hier von Real Techniques den Blushpinsel, weil der super schön soft ist. Und damit werde ich mir jetzt zuallererst den Bronzer auftragen. Natürlich schön vorher abklopfen, weil ich vermute echt jetzt vor allem, ja, dadurch, dass die Base halt so extrem dunkel ist, dass das Ganze etwas hart werden könnte. Wenig verwenden und viel blenden. Aber der lässt sich schön verblenden. Ja, also das ist wirklich ein Produkt, mit dem muss ich sehr, 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 sehr intensiv aufpassen, weil ich mir das dann wahrscheinlich einfach mal ein bisschen zu dunkel geholt habe. Ja, aber er gleicht auf jeden Fall das etwas zu helle von der Foundation an, sodass das Ganze auch etwas natürlicher aussieht und sonnengeküsster. Und jetzt machen wir die andere Seite, die etwas besser beleuchtet ist. Doch, wenn man den schön einblendet, ausblendet, hin und her blendet und gut ins Gesicht einarbeitet, Leute, da muss man auch nicht viel blenden. Ich muss es halt wahrscheinlich nur deswegen machen, also nicht nur wahrscheinlich, sondern ich muss es deswegen machen, weil er mir etwas zu dunkel ist. Ne? Ansonsten wäre das echt eine geile Kiste, aber oh, schöne Sache. Ich mag den wirklich gerne leiden, aber er ist mit Vorsicht zu genießen. Ich versuche jetzt auch mit eben diesem Pinsel den Blush aufzutragen. Den habe ich jetzt einfach am Handtuch neben mir sauber gemacht und gehe hier, oh lala, in den Blush. Den muss ich aber abklopfen. Ja, wir gucken mal, was du so machst. Du machst pink und zwar intensiv. Ups. Den Rest vom Pinsel gebe ich mir auf die andere Seite auf, weil es ist dann doch gerade etwas hardcore geworden. Oh lala. Blenden wir das Ganze einmal. Der ist schon hart, aber der ist geil. Das ist gerade eine ungünstige Formulierung gewesen. Bezog sich aber tatsächlich auf den Blush, ja. Der hat wirklich einen krassen... Ich blende das jetzt noch weiter, ne? Also es ist jetzt nicht weiteres Produkt. Der hat schon einen harten rosa Stich mit drin. Also der, ja, man sieht, dass man Blush trägt, definitiv. Ich habe den jetzt sehr, sehr vorsichtig aufgetragen. Wirklich vorsichtig. Und ich blende den auch weiterhin aus. Ich kann mir gut vorstellen, dass man den natürlich auch sehr intensiv aufbauen könnte. Aber so gefällt er mir gerade richtig gut, weil der lässt das Gesicht so frisch aussehen. Wow, schön. Komm, ein kleines bisschen. Ein ganz kleines bisschen gebe ich nochmal on top. Mal gucken. Bevor ich jetzt eskaliere, ich mag ihn richtig gerne leiden und jetzt gucken wir uns den Highlighter an. Dafür nehme ich mir jetzt einfach hier so einen Highlighter-Pinsel von dem BH Cosmetics Mrs. Bella Pinsel Set und trage mir den hier einfach mal auf. Ja, nicht so intensiv, wie ich jetzt dachte. Dadurch, dass der Blush und der Bronzer so intensiv waren, hätte ich jetzt eigentlich vom Highlighter erwartet, dass der auch knallt. Deswegen habe ich den auch ausnahmsweise mal abgeklopft. Ja, der ist wohl da, aber nicht so intensiv, wie ich dachte. Der hat einen schönen Spiegelglanz. Hat aber auch groben Glitzer mit dabei. Das darf man auch nicht vergessen. Aber bei weitem nicht so intensiv, wie ich jetzt erwartet hätte. Aber die Palette ist schön. Also die ganzen drei Produkte und auch die Aufmachung der Palette und so weiter, das gefällt mir richtig gut. Ich kann nach wie vor immer noch nicht nachvollziehen, warum
muss man dann eine eigene Marke dann für rausbringen. Ne? Das hätte man auch super als eine Limited Edition rausbringen können. Vielleicht, weil die einfach auch diese Shade Range so intensiv geben wollten. Keine Ahnung. Aber ich finde es trotzdem cool. Für die Augenbrauen habe ich mir auch was mitbestellt. Und zwar Fleeks Brow, Brow Pomade. Ja, eine Brow Pomade, Leute. Und das müsste die Farbe Blond sein. Ja, Bront. Hä? Bront. Das habe ich jetzt aber nicht gesehen. Ich dachte, Blond schreibt man mit L und ich mit R. Vielleicht soll das heißen Braunblond und ich habe mich verklickt. Oje, oje. Auch hier ist wieder so eine Cruelty-Free-Banderole dran. Ich glaube, das ist alles Cruelty-Free und vegan. Keine Ahnung, hier steht es auf jeden Fall drauf. Ja, hübsch, ne? Ist eine schöne Augenbrauenpomade. 2,5 Gramm sind hier enthalten. Und wenn die sagen, man soll den Pinsel verwenden, dann mache ich das doch. Auch wenn der ziemlich mau aussieht. Alles andere ist so hochwertig und der ist so mau. Na, ich denke, das wird passen. Oh ja. Das kommt gerade sehr gut farblich. Die Farbabgabe ist angenehm. Du hast hier nicht jetzt direkt so einen Brocken drauf, aber auch nicht zu dezent. Von der Farbe her bewegen wir uns auch in einem angenehmen Rahmen. Es ist nicht zu kühl, aber auch nicht zu warm. Das passt gut. Ja, und das Pinselchen ist jetzt einfach zweckmäßig, ne? Kann man jetzt auch nochmal durchbürsten. Dann nehme ich hier einfach einen Pinsel, den ich hier habe. Weil ich persönlich kämme mir zum einen die Augenbrauenhärchen nochmal gerne durch und zum anderen kämme ich die ja gerne so ein bisschen auch hoch. Leg die dann nochmal so hin, dass es halt ein bisschen voller halt auch aussieht bei mir. Ja. Gefällt mir. Für eine Augenbrauenpomade ist es echt top. Ah, jetzt wo ich näher rankomme, sehe ich hier unten, dass der Primer durchkommt, was ich ja nicht so gut finde. Das heißt, ich habe hier türkisfarbene Schimmerpigmente. Ich meine, ja, wie oft kommt dir einer so nah? Ne? Von der Entfernung her sieht man den nicht, aber von nah ist der schon heftig. Und das ist nicht der, nee, das ist nicht der Highlighter, weil den habe ich hier nicht aufgetragen. Ach. Schwierig. Also die Augenbrauenpomade an sich gefällt mir wohl, aber ich finde Pomaden halt immer schwierig, weil ich das Gefühl habe, dass wenn ich sie auftrage, dass es sehr schnell fleckig wird. Mag dran liegen, dass ich dann vielleicht auch einfach mal zu viel Produkt verwende. Keine Ahnung. Dafür bin ich da auch nicht geübt genug drin, um das jetzt auch wirklich fachmännisch und gut beurteilen zu können. Da hätte ich mir wahrscheinlich eher einen Stift nehmen müssen, aber ich weiß gar nicht, ob die keinen Stift hatten oder warum ich da bewusst zur Pomade gegriffen habe. Das wären auf jeden Fall meine Augenbrauen. Wie so oft sind mir meine Augenbrauen einfach ein bisschen zu dunkel, aber den perfekten Ton zu finden, ist unheimlich schwer. Wir machen weiter mit den Augen. Und zwar habe ich mir eine Lidschattenpalette geholt, die Tuxedo Shadow Palette. Das ist diese hier. Soft, Intense, Matte and Shimmer Shadows. Rich, Glamorous, Luxurious. Gucken wir mal. Ich hoffe, die ist heile angekommen. Oh mein Gott. Weil die ist ein bisschen in dem Karton rumgeflogen von Douglas. Alter Schwede, die ist samtig von außen. Wow. Oh mein Gott, das ist so schön. Die ist richtig groß und die fühlt sich schön an. Oh, die wird so schnell schmuddelig werden, aber sie ist schön. Nein, sie ist heil angekommen. Alter, was sind das für Riesenpfännchen? Krass. Die Palette hat an Grammzahl 18 Gramm. Heftig. Das ist viel. Die sieht schön aus. Der Spiegel ist schön klar, der ist echt klasse. Und das sind die verschiedenen Farben. Die haben alle keine Namen, aber wir swatchen sie jetzt mal. Zuallererst swatche ich mal mit euch die Schimmertöne. Gucken wir uns zuallererst die erste Reihe an. Da ziehe ich mir hier einfach die Swatches direkt. Oh, der war gerade intensiv. Hier mal runter. Heftig pigmentiert. Wow. Krümel weggepustet. Das ist eine ordentliche Pigmentierung. Und da sind richtig viele Schimmerfarben drin. Ich merke das jetzt, wenn ich das so separiere, dass ich tatsächlich mehr Schimmertöne als matte Farben in der Palette haben werde. Und das ist ja voll meins. Die Farbfamilie ist hier ziemlich ähnlich von den einzelnen Tönen. Habe ich das jetzt richtig rumgeswatcht? Nee, doch. Ja, habe ich. Alles gut. Ah, man kommt manchmal doch etwas durcheinander. Aber hier haben wir jetzt die ganzen Schimmertöne von der Palette. Und das ist echt schön. Also das ist schon mal sehr, sehr vielversprechend. Da ist keiner dabei, wo ich sage, ah, schwierig. Die sind alle intensiv. Und jetzt gucken wir mal die matten Töne an.
denn die Schimmertöne sind alle butterzart und echt schön. Wir haben hier tatsächlich nur 5 matte Töne drin. In der ganzen Palette, was ich nicht schlimm finde. Das heißt, wir haben 13 Schimmertöne. Oh, guck dir dieses Schwarz an. Oder Anthrazit. Krass, richtig krass. Also 5 matte Töne und 13 heftige Schimmertöne. Ei, ei, ei. Also von den Swatches her erwarte ich jetzt viel auf dem Auge. Das haut mich schon mal echt von der Socken. Aber trotzdem muss ich die Swatches jetzt mal eben abmachen. High Professional mit einem Handtuch am Arm rubbeln. Läuft bei mir. Mich freut auch schon extrem, dass wir hier einen matten Ton zum Setten des Lides haben. Und den trage ich mir jetzt direkt auf meinem kompletten Lid auf. Als nächstes verwende ich diesen hellbraunen matten Ton. Oh, da kriegst du gut was auf dem Pinsel. Aber den klopfe ich vorher mal besser ab, denn ein bisschen Kickback hast du im Fännchen. Ist aber nicht schlimm. Und den trage ich mir jetzt in meine Lidfalte. So ein Ton sollte meiner Meinung nach auch nicht allzu heftig pigmentiert sein, sondern einfach sich auftragen lassen und schön einblenden lassen. Und das tut er. Das gefällt mir. Nice. Das ging gerade so leicht. Krass. Finde ich schön. Finde ich richtig, richtig schön. Diesen dunkleren matten Ton nehme ich mit einem etwas leichter, nein, nicht leichter, fester gebundenen Blendepinsel auf, der auch etwas kürzer ist. Gehe da ganz vorsichtig rein, kriegt mega viel auf den Pinsel. Und das gebe ich in mein äußeres V. Und blende es dann vorsichtig und langsam in die Lidfalte. Solche Töne sind immer sehr, sehr schwer, finde ich. Weil du möchtest zum einen keinen V-Laut haben und nimmst dementsprechend wenig Farbe. Klopfst ab. Zum anderen möchtest du halt auch nicht, dass es fleckig wird. Das ist schon tricky. Aber das geht gerade echt gut. Der ist nicht fleckig. Nö, der ist gut. Der ist echt gut. Der ist krass. Der gefällt mir. Die Größe der Palette gefällt mir richtig gut, aber sie wird ganz schön schwer auf der Hand jetzt, wenn man sich mit dem Spiegel hier auch drin schminkt und das so hält. Das wird schwer. Aber ich wollte so viel, ich kriege so viel. Jetzt räume ich hier oben einmal kurz nochmal mit dem Setting-Ton und dem Setting-Pinsel auf. Und blende dann nochmal mit dem Blendeton die beiden Töne nach oben, den Ton, die beiden Seiten nach oben aus. Und dann rauche ich das so ein bisschen nach oben hin aus. Oh, ich finde das voll schön gerade. Ich mache jetzt so ein bisschen Smoky Eye Look heute. Und ich habe überhaupt keinen Fallout von so dunklen Farben. Das ist echt krass. Also mich begeistert das. Und weil wir gerade so mutig sind, gehen wir jetzt auch tatsächlich in dieses Anthrazit rein. Oh wow. Und das mache ich mit diesem schmalen Blendepinsel. Und das mache ich ganz vorsichtig, weil Schwarz ist immer eine ganz, ganz harte Kiste. Bin ich jetzt einmal vorsichtig reingedippt, klopfe das ab, möchte das aber nur hier außen haben. Ist das schön pigmentiert, alter Schwede. Ich habe noch nie ein Schwarz oder ein Anthrazit gesehen, was sich so schön hat verblenden lassen und gleichzeitig kein Fallout gegeben hat. Das finde ich krass. Auf meinem beweglichen Lid möchte ich etwas Aufregendes probieren, und zwar so ein bisschen lila-rosa. Und da haben wir diese 3 Schimmertöne hier, diesen ganz hellen, diesen Flieder-Ton und diesen ganz dunklen Lila-Ton. Und diese 3 gebe ich mir jetzt gleich auf. Ich setze mir zuallererst mal diesen hellen Ton, der schön auf den Pinsel kommt, auf mein Zentrum. Der kommt gut. Ich habe keine Cut Crease. Ich habe den jetzt einfach nur so draufgesetzt, Leute. Ich habe hier einen ganz normalen Smudge-Up-Pinsel. Das ist jetzt hier, ne? Und der geht selbst über den dunklen Farben voll klar. Wow. Und der ist, mir fehlen die Worte. Der ist so richtig eisig. Hat so einen Blauschimmer mit drin. Hammerschön. Richtig schön. Boah. Und wie auch schon beim Swatchen ist der wie Butter. Und der ist auch so ein bisschen Duochrome. Je nachdem, wie das Licht drauf fällt, ist der mehr ins Rosane, mehr ins Bläuliche, mehr ins Weißliche. Hammerschön. Hammerschön. Den ganz hellen Ton, den ich euch eben gezeigt habe, das ist so ein cremefarbener Ton, den setze ich mir in meinen Innenwinkel und ziehe den dann...
Hammer. Ziehen ihn dann auch noch weiter. Das ist ja vollkommen außerhalb meiner Erwartung hier. Entschuldigung, aber ich bin gerade ein bisschen geflasht. Und den Rest, den ich auf dem Pinsel habe, gebe ich mir direkt hier unter den Augenbrauenbogen als Highlight. Das, ja, ist schön. Ich raste aus, Leute. Diese Palette ist echt krass. So, und diesen ganz dunklen Schimmerton, der ja auch hier in der Mitte mit drin ist, den gebe ich mir dann nach außen. Und das mache ich dann so ein bisschen auch über das Schwarz drüber. Den sieht man jetzt natürlich nicht so intensiv, wenn man Schwarz als Grundlage hat, aber das ist schon schön. Man guckt sich die Palette an und denkt sich, ah, so lila Töne, so dunkle Töne, das was wird. Na, dann macht man sich die auf die Augen und denkt sich, ja, das wird was. Krass. Ja, also hier habe ich jetzt auch ein bisschen Fallout, was ich aber echt erwartet hatte, um ganz ehrlich zu sein. Bei so einem dunklen Schimmerton, also wenn da kein Fallout käme, ne? Wir haben da so eine hohe Pigmentierung, natürlich haben wir da Fallout. Alles andere wäre jetzt ja auch echt, und das ist aber nur ein bisschen, ne? Dann kann ich hier mal eben ein bisschen wegmachen. Hier Concealer creased übrigens. Na toll. Auf jeden Fall finde ich das schon mal hammermäßig. Hey, ei, ei. Ich guck mal, wenn ich jetzt ernsthaft dieses Flieder Shimmer Pink mir mit dem Finger aufgebe. Ich raste aus. Dann geht die Party halt so richtig steil hier, ne? Aber damit toppe ich das einfach nur so ein bisschen. Das ist ja intensiv hier noch, ne? Okay, wir möchten jetzt noch den unteren Wimpernkranz machen. Da gehe ich dann in den letzten matten Ton, den ich noch nicht verwendet habe. Oder ja, das ist so ein grünlich schimmernder Ton, bisschen dunkler. Bisschen dunkler, der ist ziemlich dunkel, der ist fast schon an dem Anthrazit mit bei. Oha, ja, hat ordentlich Pigment, was wir erstmal hier so ein bisschen abklopfen. Und den gebe ich mir an den unteren Wimpernkranz. Ja, dafür ist der vollkommen passend, alles gut. Dass man als Nicht-Make-up-Artistin, ne, sowas mit einer Palette zaubern kann, finde ich schon mal sehr charmant. Ich weiß, es ist nicht alles hundertprozentig, aber ich finde es mega schön. Man könnte sich jetzt theoretisch, und ich glaube, das mache ich auch, weil ich habe ja keinen Eyeliner von XX Revolution, mit diesem Anthrazit auch so ein bisschen den Wimpernkranz verdichten. Da bin ich nämlich so einen ultra präzisen, ultra, ultra feinen Pinsel und ziehe mir sogar hier so einen ganz leichten Wing. Also man sieht ihn ja nicht so unbedingt, weil ich ja sehr dunkel da hinten unterwegs bin, aber ein bisschen so angedeutet, das finde ich eigentlich ganz cool. Aber die Pigmentierung von diesem Anthrazit lässt es auf jeden Fall zu, dass man so wenigstens sich so einen Eyeliner andeuten kann. Und wenn wir hier hinten nicht so dunkel gewesen wären, dann hätte man ihn auch wahrscheinlich etwas mehr gesehen. Natürlich riskiert man mit dieser Methode auch Fallout, aber das kann ich ja einfach mit diesem Buffer hier wegbuffern. Krasser Look. Muss ich wirklich sagen? Ja. Aber geiler Look. Was eine umwerfende Lidschattenpalette. Krass. Und die wird ja noch viel mehr Möglichkeiten bieten. Also wir haben ja auch die Möglichkeit, hier in dieses eisige Blau zu gehen oder, ne, wie auch immer, mehr in das Bläuliche zu gehen. Ich habe mich jetzt auch in dieses Lila, Dunkel, Schwarz einfach voll verliebt. Und das wird noch so viel Freude damit machen, die zu verwenden. Also Hammer, was die da rausgebracht haben. Mal ganz abgesehen von diesem unfassbaren Packaging. Hammer. Ja, wir fixieren das Ganze jetzt einfach mal. Da habe ich das Hydra Fix Hydrating Fixing Mist mit 100 Millilitern. Allein die Verpackung schreit ja schon nach Feuchtigkeit, was ich extrem cool finde. Und ja, ich bin gespannt. Ich will es verwenden. Es ist schwer vor allem, das muss man auch dazu sagen. Es soll hydratisieren, Feuchtigkeit spenden und die Haut weich zeichnen und ausbalancieren. Und das Make-up natürlich an Ort und Stelle halten. Das ist mit Kaktus, Aloe Vera und, hey, Wassermelone. Das sieht gut aus. Wow. Jetzt wollen wir uns zuallererst mal den Pumpstoß anschauen, den Sprühstrahl. Das sieht gut aus.
Boah, riecht das gut. Boah, riecht das gut. Boah, ist der fein. Ein Nebel legt sich auf mein Gesicht. Oh mein Gott, ist der gut. Oh, da hat jemand gerade gehupt. Ich feiere dieses Spray. Das riecht wundervoll nach Wassermelone. Moment, ich muss hier noch mit dem Schwämmchen natürlich drüber gehen. Ich mag sonst die Düfte von den Revolution Fixing Sprays nicht so gerne, aber das ist ein Duft, den feiere ich gerade hardcore. Ich baue mir da so ein kleines Türmchen zusammen, ne? Eine Mascara habe ich entweder nicht gekriegt oder die gab es nicht, das weiß ich nicht. Deswegen verwende ich jetzt einfach mal eine von meinen Mascaren. Das ist von It Cosmetics die Superhero Mascara, die ich aktuell in Verwendung habe. Denn so ein Look wirkt doch erst mit der richtigen Mascara wie ein kompletter Look, oder? Boah, ist das heftig schön. Ich liebe das total. Und das letzte Produkt, was wir jetzt hier einmal zusammen austesten werden, ist natürlich Extra Glow Strobe Liquid Lip Gloss. Das ist dieser hier. Der soll ein Radiant Strobe Gloss sein in a Spectrum of Illuminating Shades with Light Reflecting Particles. Und ich habe die Farbe Heroin oder Heroin. Schön, sehr schön. Goldschimmerpartikel mit enthalten und passt von dieser Optik her super zu der Face Palette. Riecht künstlich so süß, sauer, fruchtig. Hoi. Er wirkt ohne Lip Liner etwas verloren und ich würde ihn tatsächlich eher als Lip Topper bezeichnen. Fühlt sich schön auf den Lippen an. Macht keine Fädchen. Mm-mm. Ist aber eine Gewöhnungssache, was die Farbe angeht, weil es auch sehr gelbe Zähne macht. Oh mein Gott. Das sieht nicht gut aus, nein. Da würde ich tatsächlich einen nudefarbenen Lip-Dings, irgendwas, Lip-Liner drunter machen, weil das ansonsten echt zu hart aussieht, passt aber schön zum Augenlook. Und ja, das ist jetzt mein fertiger Look mit den XX Revolution Produkten. Es haben mich die meisten tatsächlich sehr, sehr, sehr positiv gestimmt. Den Primer würde ich tatsächlich schon weiterverwenden wollen, weil der auch ein schönes Hauptbild macht und das Ganze sieht sehr ebenmäßig aus, sehr natürlich, hat mir gut gefallen, werde ich auch weiterverwenden. Den Primer werde ich tatsächlich nur weiterverwenden, wenn ich nicht aus dem Haus rausgehe, weil ich glitzer wie eine Disco-Kugel. Und das finde ich ein bisschen zu krass tatsächlich, deswegen... Nur was für Spaß oder halt, wenn man Party machen geht, sich das auf den Körper drauf machen, wenn man da Bock drauf hat. Die Foundation, top, richtig geil, werde ich auf jeden Fall weiterverwenden, weil die so schön sitzt und so schön sich anfühlt. Mega. Der Concealer, naja, kriecht in die Fältchen, deckt aber schön ab, also werde ich weiterverwenden, ist jetzt aber nichts Weltbewegendes. Die Palette ist eine schöne Geschichte. Man muss aber bedenken, dass man die vorsichtig aufträgt. Wobei, wenn ich mir das jetzt im Gesamtkonzept mit diesem krassen Augenlook anschaue, ist es schon wieder eine coole Nummer, weil man sieht halt gar nicht die Intensität. Ich hätte theoretisch sogar noch stärker bronzen und noch stärker den Blush auftragen können. Aber ich wusste nicht, dass es hierauf hinausläuft. Ansonsten wird weiterverwendet. Schönes Produkt. Eine andere Farbe wäre aber wahrscheinlich für mich passender gewesen. Augenbrauenpomade passt auch. Aber ich mag nicht so gern Pomaden. Für eine Pomade fand ich sie aber ganz gut, hat sich ganz gut auftragen lassen und hat auch gut funktioniert. Muss ich da großartig viel zu dieser Palette sagen? Ich finde sie traumhaft. Das Fixing Spray, richtig geiler Sprühnebel. Also Hammer. Die Verpackung werde ich auch aufbewahren, weil da kannst du ja alles mögliche andere reinfüllen. Ne? Das ist so ein schöner Sprühnebel, der so geil nach Wassermelone riecht. Also voll mein Ding, kann ich voll empfehlen. Gerade wenn ihr so wie ich Probleme mit trockener Haut habt. Ich finde, dass jetzt meine Haut überhaupt gar nicht null trocken aussieht, außer an der Nase, aber die Nase ignorieren wir. Ne? Deswegen geiles Produkt, voll empfehlenswert. Lipstrobe. Ja, ist schön. Ist schön. Ist schön. Das war jetzt meine Vorstellung. Ich hoffe, es hat euch gefallen und schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare rein, welches Produkt ihr am interessantesten fandet. Das fände ich auch mal ziemlich interessant zu erfahren. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Style & Talk Videos, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!